Warum bin ich erfolgreiche Hochzeitsplanerin geworden? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich möchte dir mal hier in einer ganz ruhigen, entspannten Umgebung mal erklären und erzählen, wieso ich jetzt dastehe, wo ich heute bin. Das Thema Erfolg, viele wollen ja auch immer definieren, was heißt eigentlich Erfolg, was heißt es nicht erfolgreich zu sein. Für mich bedeutet jetzt in diesem Kontext erfolgreiche Hochzeitsplanerin, bedeutet das, ich bin unabhängig. Ich kann sehr gut von der Hochzeitsplanung leben. Ich habe regelmäßige Anfragen. Ich mache jeden Monat fünfstellige Monatsumsätze. Man muss auch mal über die Zahlen und die Fakten sprechen. Viele, die bestehende Hochzeitsplaner sind, sind nicht zwangsläufig erfolgreich, nur weil sie ein paar Hochzeiten haben und es nebenberuflich super gewuppt bekommen. Selbst hauptberufliche Hochzeitsplaner müssen nicht zwangsläufig erfolgreich sein, nur weil sie hauptberuflich irgendwie über die Runden kommen. Also dieses Video ist für all diejenigen, die entweder vielleicht auch gerade ganz am Anfang stehen, noch nicht mal den Entschluss gefasst haben, das wirklich zu machen und sich gerade informieren, einfach wissen wollen, hey, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Auf was muss ich mich vorbereiten? Was kommt auf mich zu? Aber das Video ist auch für diejenigen interessant, die schon Hochzeitsplaner sind, ob nebenberuflich, ob hauptberuflich, die aber sagen, hey, ganz ehrlich, ich kann davon einfach gerade nicht entspannt leben. Ganz ehrlich, ich bin einfach gerade noch abhängig von meinem Mann oder von meinen Eltern und ab und zu brauche ich mal eine finanzielle Spritze. Oder ich habe einfach ehrlich gesagt nicht regelmäßig Anfragen, dass ich mich jetzt entspannt zurücklehnen kann. Ja? Also für all diejenigen, die sich jetzt da angesprochen fühlen, bitte schaut dieses Video bis zum Schluss an und hört euch jeden einzelnen Step an. Ich werde euch jetzt nicht meinen Werdegang erzählen, davon gibt es auch schon genügend Content, sondern ich werde euch wirklich mal in so 4, 5 Schritten erklären, worauf es für mich ankam, dass ich jetzt, wie gesagt, dastehe, wo ich bin und dass ich jetzt eben auch von mir aus behaupten kann, ich sehe mich als erfolgreiche Hochzeitsplanerin. Punkt Nummer 1 war, ich habe von Anfang an mein Ego abgelegt. Und ich bin auch ganz ehrlich, das war erstmal unbewusst. Also es war nicht so, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh shit, ich muss jetzt mal eingestehen, ich check's einfach nicht. Sondern ganz unbewusst hatte ich schon einfach diese Einstellung, okay, ich bin nun mal am Anfang, ich fange nun mal gerade an, aber ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit, auf Dienstleister-Events zu gehen oder bei anderen Kollegen mal was zu lernen, ja, auch mal Fragen zu stellen, wo vielleicht jetzt der ein oder andere denkt, so, oh, ich traue mich das nicht zu fragen, weil sonst komme ich vielleicht unerfahren rüber. Aber ich war bereit zu lernen und zu akzeptieren, ich bin nun mal am Anfang und muss jetzt von vorne anfangen, ja. Viele denken auch, ja, mit 5 Hochzeiten kann mir jetzt hier keiner was erzählen. Nein, auch mit 5 oder mit 10 Hochzeiten habe ich mich immer noch als anfängliche Hochzeitsplanerin gesehen und war immer noch bereit, sehr viel zu lernen und lerne ja auch heute noch weiterhin dazu. Aber ganz klar, ich habe mein Ego abgelegt und habe nicht gedacht, ich bin jetzt die Tollste und die Geilste, ja, auf gut Deutsch gesagt. Der zweite Punkt, Disziplin. Etwas, was viele in meinen Augen zu oft verwenden, also das Wort, der Begriff, aber gar nicht so wirklich wissen, was es wirklich bedeutet. Es ist nicht zu verwechseln mit Motivation. Das sage ich auch ganz oft. Viele sind am Anfang ganz aufgeregt und excited und motiviert und wollen loslegen, haben Bock umzusetzen, ja. Aber das, was am Ende wirklich zählt, ist halt nun mal die Disziplin. Du musst wirklich dranbleiben und du musst auch mal in schlechten Phasen, ja, und auch mal in Downs, musst du einfach auch rational denken und wissen, ich muss weitermachen, es wird sich auszahlen und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ja? Es gab auch Phasen, da hatte ich auch keine Ideen, was ich auf Social Media posten sollte. Oder ich wusste auch nicht so genau, so, ah, wie soll es jetzt alles weitergehen. Ja? Aber ich wusste, ich muss erstmal ganz stumpf weitermachen, dass ich auch mal nach einem längeren Zeitraum auch mal ein Fazit ziehen kann. Ja? Ich kann nicht nach einer Saison sagen, nach 3, 4 Monaten Instagram-Content, nach 2 Brautpaaren kann ich kein Fazit ziehen und sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht, sondern du musst wirklich erstmal langfristig dranbleiben und Disziplin erweisen. Ja? Disziplin ist ein ganz, ganz starkes, aber wichtiges Wort. Kommen wir mal zum dritten Punkt. Ich habe mich aus der Komfortzone rausgetraut, muss ich
mir ehrlich gesagt da zurechnen. Also ich bin ja sehr, sehr jung in die Selbstständigkeit gestartet. Also ich war 2021 ungefähr, direkt nach meiner Berufsausbildung. Also rückblickend kann ich schon sagen, ich war wirklich jung und naiv. Also ich habe mir es auch viel einfacher vorgestellt und dachte so, oh, ist alles so toll und so schön und ich bin jetzt so frei. Aber muss schon merken, so hoppla, da gehört wirklich einiges dazu, um meine Träume, die ich so hatte, meine Vision, die wirklich umgesetzt zu bekommen. Aber ich war bereit, dafür auch eine Extrameile zu gehen und aus meiner Komfortzone rauszukommen. Beispielsweise mal einen Vortrag halten auf einer Hochzeitsmesse. Leute, ich war so aufgeregt, ich war so nervös, als ich das allererste Mal, und das war noch das erste Jahr sogar, ich hatte noch keine einzige Hochzeit komplett von vorne bis hinten geplant, sondern war nur so mittendrin immer mal dabei. Und habe einen Vortrag gehalten auf einer Hochzeitsmesse. Oder ich war auf Dienstleister-Events und habe Vorträge gehalten. Ja? Oder ich bin generell auf Events gegangen, habe mich vorgestellt, habe mich mit anderen neuen Leuten connected. Und ich bin nicht immer nur in meiner Bubble, in meinem Freundeskreis geblieben oder bei den 2, 3 Dienstleistern, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die vielleicht auch am Anfang waren so wie ich. Nein, ich bin zu dieser anderen Gruppe gegangen, habe mich vorgestellt, habe mich mit denen unterhalten, habe gesagt, hey, was macht ihr so? Ich bin Hochzeitsplanerin, so voll cool, dass ihr da seid. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns kennengelernt. Ich habe wildfremde Leute, ich habe einfach gegoogelt, Brautstyling Rhein-Main-Gebiet, habe die Erstbesten angeschrieben, hey, lass uns doch mal treffen auf einen Kaffee. Ja? Das war für mich wirklich aus meiner Komfortzone rauskommen. So, das ist das eine. Das war der dritte Punkt. Viertens, ich habe mich offensichtlich als Hochzeitsplanerin auch identifiziert. Ich habe mich wirklich mit jeder Faser meines Körpers als Hochzeitsplanerin gefühlt. Egal, wie sehr ich am Anfang war, egal, wie viele Hochzeiten ich schon hatte, egal, wie viel Geld auf meinem Konto war durch die Selbstständigkeit, ich habe gefühlt, dass ich Hochzeitsplanerin bin. Ich habe es jedem erzählt, ich habe es überall gezeigt und ich habe, bin nie irgendwie mal schüchtern irgendwo hin und habe dann gemurmelt, ich bin Hochzeitsplanerin oder so, sondern ich habe es laut ausgesprochen. Ja? Und glaubt mir, das ist für viele gar nicht so einfach. Viele schieben lieber noch ihren Hauptjob vor und sagen, ich bin Lehrerin. So, dass ja keine komischen Rückfragen kommen, dass ja kein Lächeln kommt. Auch vor sowas hat man ja heutzutage auch eine Sorge. Ja? Und natürlich hatte ich das auch. Natürlich meine Schulkollegen von damals so, ja, die sehen das auf Instagram. Oder meine Nachbarn, meine alten Arbeitskollegen sehen, dass ich mir da gerade was aufbaue. Und sehen auch, ja, da sind halt erst nur 20, 30 Postings auf Instagram. Oder sehen auch, dass ich mich da in der Kamera zeige auf Instagram und da jetzt einen auf Influencer tue oder was. Natürlich ist das mal unangenehm oder das ist auch wieder das Thema Komfortzone. Aber ich habe es gefühlt, ich war mit jeder Faser meines Körpers Hochzeitsplanerin und wusste, welchen Input ich geben musste, dass ich auch diesen Output bekomme, den ich jetzt halt habe. Ja. Das mal so zu meiner Reise, sage ich mal, wieso ich da bin, wo ich heute bin. Ja? Also ich will es nochmal wiederholen. Ich habe mein Ego abgelegt, ich habe Disziplin erwiesen, ich bin dran geblieben, habe immer konstant weitergemacht, auch wenn Downs dazwischen kamen, was auch normal ist. Ja? Es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich hast du auch mal schlechte Phasen, aber ich bin dran geblieben. Ich habe mich aus meiner Komfortzone rausgetraut, da habe ich jetzt genügend Beispiele gegeben und ich habe mich wirklich als Hochzeitsplanerin identifiziert. So, und wenn du jetzt sagst, Carina, du hast mich gerade voll inspiriert und vielleicht hast du dich auch in einigen Punkten auch wiedergefunden und gesagt so, oh, ja, du hast recht, das sollte ich vielleicht auch mal so und so sehen, dann melde dich bei uns, weil wir bilden Hochzeitsplaner aus, nicht nur Hochzeitsplaner, sondern wir verhelfen auch Dienstleistern, also Fotografen, Rednern und so weiter, verhelfen wir dabei, aufs nächste Level zu kommen im Business. Aber wenn du sagst, geil, ich bin inspiriert und ich will jetzt auch endlich Gas geben, dann melde dich für ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch bei uns und wir schauen erstmal zusammen, wo stehst du, wo willst du hin, wie können wir dir überhaupt helfen, können wir dir überhaupt helfen, alles dazu über den Link in der Infobeschreibung und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten YouTube-Video.